gekommen, 8 Aufführungen zu sehen innerhalb kürzester Zeit aus vielen unterschiedlichen europäischen Ländern. Wir wollen eben gerne, dass Braunschweig, was es in der Wissenschaft längst ist, ein Ort für Entdeckungen wird, aber eben auch für Entdeckungen, die es dann hier zum ersten Mal zu sehen gibt. Marta Gornicka ist eine Musikerin eigentlich zunächst gewesen, Sängerin, hat dann aber ein Regiestudium aufgesattelt und hatte die Möglichkeit 2010 in einem großen Casting fast 30 Frauen ganz, ganz unterschiedlicher Herkunft, also durchaus Amateurinnen, zu casten für einen Frauenchor. Und seitdem hat sie 2 Produktionen gemacht mit diesem Frauenchor und den Magnificat der Produktion, die wir hier haben. Stehen 25 Frauen auf der Bühne als ein Block sozusagen, die mit einer Textcollage auf eine unglaublich musikalische Art umgehen. Coriolanus ist eine Shakespeare-Adaption. Man kann gar nicht davon reden, dass es wirklich eine Inszenierung des Shakespeare-Textes ist, sondern es ist eine Collage verschiedener Texte, unter anderem auch ungarischer Texte, auch Brechtscher Texte, und bezieht sich letztlich darauf, was der Umgang mit Macht bedeutet und aus den Menschen Macht. Aus der Politik, aus der Industrie, Kulturschaffenden, das sind Leute, die sich und ihr Vater dann vorne. Schon ausgesetzt gewartet sein, bis man zu etwas Schlechtem gar nicht mehr fähig ist. Wie kann ein Mensch es denn nur ertragen, im Gefängnis zu sitzen? Simon Kubisch, ein junger Regisseur, der noch studiert an der Hochschule Ernst Busch in Berlin, hat sich diesen Roman vorgenommen, hat ihn dramatisiert fürs Theater und ihn hiermit auch uraufgeführt. In einer sehr präzisen, sehr knappen, immer weiter reduzierten Form versucht er, klare Erzählstrukturen durch seine Inszenierung zu ziehen. Ein groot feest om hier te wachten tot het onmogelijke gebeurt. Erstmal eine nicht ganz klassische Bühnensituation, aber sehr zentral, damit die Schauspieler in den Blick rückt. Es gibt wenig außerhalb dieses Konstruktes sozusagen, gibt es kein Bühnenbild in einem realistischen oder wie auch immer Sinne. Jerusalem gegossenes Blei ist eine Performance von einem Paar, das als Musiker lange schon zusammengearbeitet hat und zum ersten Mal hier das Theater auch für sich entdeckt hat, als eine Form, mit der es versucht, performativ, auch musikalisch, sehr stark über Hörbeispiele, also Hördokumente, die sie selber aufgenommen haben in Israel, den eigenen biografischen Umgang mit der Stadt Jerusalem, mit dem Land Israel zu dokumentieren. Mahabharata ist sozusagen ein Gründungstext des Hinduismus, der indischen Kultur. Die junge Lyrikerin, Schriftstellerin Marjolein von Heemstra ist nach Indien gegangen, hat dort einen indischen Schauspieler getroffen. Die beiden inszenieren eigentlich ihre Begegnung, ihre Begegnung, ihre Auseinandersetzung, ihr Aufeinandertreffen und repräsentieren dabei natürlich sehr unterschiedliche biografische Kontexte, sehr unterschiedliche kulturelle Verankerungen, die beide geprägt haben. Die
Schweizer sind französische Schweizer. Also sie kommen aus Lausanne, sprechen eigentlich Französisch, werden aber in dieser Performance, weil sie selber auf der Bühne stehen, Deutsch sprechen, was sie ganz gut können, mit viel Charme auch versuchen, da zu überbrücken, wo sie nicht weiterkommen. Aber sie machen genau das zum Thema, nämlich die Kommunikation zwischen den Menschen auf der Bühne, zum Publikum hin, aber natürlich auch untereinander. Die beiden Performer mit einfachsten Mitteln, sie reden miteinander, sie reden mit dem Publikum, sie nutzen einen Retroprojektor als Lichtquelle, machen im Prinzip alles selbst, brauchen keine Techniker, versuchen mit einfachen Mitteln eine Situation aufzubauen, in der der Kontakt, der direkte Kontakt mit dem Publikum entsteht. In einer gewissen Weise seziert der Regisseur den Text Scheibchen für Scheibchen. Deswegen nennt er das auch die Salami-Taktik. Er versucht jetzt nicht grundlegend den ganzen Text zu erzählen, sondern schneidet immer wieder ganz treffende Situationen hinaus, die diese Gesellschaft, die hier beschrieben wird, immer an den Rand des Absurden, des Grotesken führen. Eine Jury, die begleitet dieses Festival, und einer der Regisseurinnen oder Regisseure wird ausgewählt, um dann im nächsten Jahr hier im Staatstheater in Braunschweig eine eigene Inszenierung vorstellen zu können.